Hallo ihr Lieben, wenn dieses Video hier online geht, haben wir tatsächlich schon den vierten Advent. Das Jahr ist schon wieder fast vorüber, Weihnachten steht wirklich vor der Tür. Und ihr wisst Bescheid, an den Adventstagen gab es ja ganz tolle Rezepte bereits mit KitchenAid. Und auch heute gibt es zusammen mit KitchenAid ein leckeres Weihnachtsrezept. Und zwar habe ich Lebkuchen-Macarons für euch gebacken. Die haben so gut geschmeckt. Zum Beispiel mag ein Familienmitglied bei uns überhaupt keine Macarons, aber diese Macarons haben ihm wirklich sehr zugesagt. Für die Zubereitung meiner Macarons habe ich auch wieder meine KitchenAid verwendet und da ich oft nach der Farbe gefragt werde, hier nochmal die Antwort: Fresh Linen. Ich verlinke euch meine Küchenmaschine und die Webseite von KitchenAid mal unten in die Infobox. Und auch in diesem Video könnt ihr natürlich etwas von KitchenAid gewinnen, und zwar den kabellosen Zerkleinerer. Ich habe ihn in Creme zu Hause, ihr könnt ihn in Schwarz-Matt gewinnen. Ich blende euch das Foto ein und alle weitere Teilnahmebedingungen, die bekommt ihr am Ende meines Videos. Und dann geht's jetzt los mit den Zutaten und der Zubereitung meiner Lebkuchen-Macarons. Die Mengenangaben findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem Macaron-Teig. Und Macarons zu backen ist wirklich kein Hexenwerk. Ich finde, da wird so ein riesiger Tamtam drum gemacht. Ist aber nicht so. Also auch damals, als ich noch kein Backprofi war, also ich bin immer noch kein Backprofi, aber selbst da habe ich es hinbekommen. Es bekommt also jeder hin. Keine Angst, macht Macarons. So, und für den Teig brauchen wir gemahlene Mandeln. Wir brauchen Puderzucker, Kristallzucker, Eiweiß, Lebkuchengewürz und Salz. Wir kümmern uns jetzt auch erstmal um die gemahlenen Mandeln. Ich habe welche mit Schale genommen. Normalerweise nehme ich Mandeln ohne Schale, aber in dem Fall wollte ich, dass die Macarons außen nussig aussehen. Also müsst ihr für euch entscheiden, geht beides. Und die gemahlenen Mandeln werden jetzt mehrmals gesiebt, weil da sind meistens noch gröbere Stücke drin und die wollen wir abfangen. Also einfach 4-5 Mal durch ein Sieb geben. Und erst dann wiegt ihr die Masse ab. Wir brauchen am Ende, wie auch in der Infobox zu sehen, 140 Gramm gemahlene Mandeln. Wenn ihr die Oberfläche noch feiner haben wollt später, könnt ihr die gemahlenen Mandeln auch noch mal durch einen Mixer oder sowas geben. Auch noch so ein kleiner Tipp, aber überhaupt nicht notwendig. Puderzucker und Lebkuchengewürz werden jetzt noch zu den gemahlenen Mandeln gesiebt. Alles wird schon mal gut durchgerührt, damit sich die trockene Masse eben später einfacher verteilt. Weiter geht es jetzt. Das Eiweiß kommt in die Rührschüssel und wenn ihr die KitchenAid verwendet, macht ihr vorne den Schneebesenaufsatz dran. Und zusammen mit der Prise Salz wird das Eiweiß jetzt schaumig geschlagen. Nur schaumig, noch nicht steif. Richtig schaumig schlagen. Das dauert vielleicht 20-30 Sekunden. Mit der KitchenAid geht das relativ schnell. Und dann wird der Kristallzucker nach und nach während des Rührens hineingegeben. Und jetzt so lange weiter mixen, dauert so um die 5 Minuten, bis eine richtig feste Masse entsteht. Und woran ihr merkt, dass es fertig ist, ihr macht jetzt nämlich eine Probe, ihr nehmt euch ein Messer und schneidet in das Eiweiß rein. Und wenn dann so richtige Schnittkanten entstehen, die auch nicht wieder zusammenfallen, ist die Masse fertig. Die Küchenmaschine brauchen wir an der Stelle nicht mehr. Ihr nehmt euch jetzt die trockenen Zutaten, die wir vorhin zusammengerührt haben, und gebt sie in 3 Portionen in die
Eiweißmasse hinein. Wir brauchen einen Teig Schaber jetzt auf keinen Fall mixen. Wir wollen nämlich die Luft da drin nicht wieder rausmixen. Mit einem Teigschaber wird die Masse vorsichtig in das Eiweiß hineingehoben. Und immer, wenn ihr merkt, okay, das eine Drittel ist jetzt gut untergearbeitet, kommt das weitere dazu. Und einfach so lange erstmal weitermachen, bis die gesamte trockene Masse dort hineingearbeitet ist. Dabei macht ihr so Drehbewegungen wie zu sehen, also einfach einmal im Kreis drehen und dann geht ihr mit dem Teigschaber einmal durch den Teig und dann wieder drehen und mit dem Teigschaber einmal durch den Teig. Wenn ihr soweit seid, ist der Teig höchstwahrscheinlich aber noch nicht fertig. Ihr macht jetzt trotzdem mal eine Probe. Wenn ihr den Teig jetzt hochnimmt mit dem Teigschaber und ihn runterfließen lasst, dann sollte er wie Honig runterfließen. Aber wenn er schon noch recht zäh ist und so klotzartig, sag ich mal, wieder in die Schüssel fällt, dann ist er noch nicht fertig. Dann rührt ihr einfach so lange weiter, bis er nachher schön fließt wie Honig. Aber ihr dürft auch nicht zu lange rühren, dann kann er echt flüssig werden. Und wenn der Teig flüssig wird, werden euch die Macarons später richtig platt. Der Teig wird dann in einen Spritzbeutel mit Lochtülle gefüllt und wir können jetzt unsere Macarons auf unser Backblech spritzen. Ich habe so Macaron-Silikon-Matten auf meinen Backblechen, braucht ihr aber nicht. Ihr könnt auch einfach ganz normales Backpapier verwenden. Und jetzt spritzen wir uns eben Tupfen darauf und die sind ungefähr bei mir so groß wie 2-Euro-Stücke. Aus diesem Teig bekommt ihr ca. 54 Kekse raus, also am Ende ungefähr 22 Macarons. Wenn jetzt auf der Oberfläche noch so ein paar Spitzen zu sehen sind, feuchtet ihr euch die Finger am besten ein bisschen an und verstreicht diese Spitzen, damit ihr später so eine schöne glatte Oberfläche entsteht. Bevor die Macarons jetzt in den Backofen wandern, müssen 30 bis 60 Minuten bei Raumtemperatur stehen, bis sich eine Haut bildet. Das kann halt, wie gesagt, variiert zwischen 30 und 60 Minuten. Also wenn ihr später mit dem Finger über die Macarons geht, darf nichts mehr an eurem Finger kleben bleiben. Die sollten so eine richtige Hautschicht bekommen, sonst zerreißen und zerlaufen euch die Macarons im Backofen. Bei 135 Grad Ober- und Unterhitze, also wirklich nur 135 Grad, nicht höher, werden sie im vorgeheizten Backofen dann für ca. 15 bis 20 Minuten gebacken. Bei mir hat es 15 Minuten gedauert, vielleicht dauert es bei euch auch nur 13. Schaut einfach mal. Ich sage jetzt mal so zwischen 13 und 20 Minuten. Sie dürfen nicht braun werden und wenn sie zu weich sind, dann bekommt ihr die nicht ab. Also wenn sie fertig sind, sollten sie sich ganz leicht, easy peasy, vom Backpapier oder von der Folie entfernen lassen. Da darf nichts dran kleben bleiben und die sollten unten wirklich schön eben sein. Die Kekse sollten dann vollständig auskühlen. In der Zwischenzeit können wir uns auch um die Füllung schon mal kümmern. Ihr hättet die auch vorher schon zubereiten können. Guckt einfach mal, welche Reihenfolge für euch am meisten Sinn ergibt. Ich habe mich für eine weiße Schokolade, Lebkuchen, Nougat-Creme entschieden. Diese Kombination war echt mega, mega lecker. Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich weiße gehackte Schokolade, heiße Sahne, wir brauchen Nutella und Lebkuchengewürz. Die weiße Schokolade habe ich schon in so einer Schüssel und die heiße, wirklich gerade heiß aufgekochte Sahne wird über die weiße Schokolade gegeben und wir lassen das Ganze mal so 2 Minütchen stehen, bis die weiße Schokolade darin schmilzt. Und dann geht ihr mit dem Löffel durch und rührt so lange, bis Sahne und Schokolade sich verbunden haben. Jetzt kommen die Nuss-Nougat-Creme und das Lebkuchengewürz hinein und alles einfach so lange vermischen, bis sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben.
Die Creme kommt dann für circa 30 Minuten oder so in den Kühlschrank, nicht länger, sonst wird die wirklich steinhart. Falls ihr die doch länger drin habt aus Versehen, dann solltet ihr die wieder entweder in der Mikrowelle oder über dem Wasserbad ganz, ganz kurz wieder weich werden lassen. Die Creme habe ich mir in einen Spritzbeutel mit einer etwas kleineren Lochtülle gefüllt und jetzt werden natürlich die Macarons damit befüllt. Also, jetzt geht ihr einfach hin und spritzt euch etwas von der Füllung drauf, aber nicht bis zum Rand, das ist nämlich wichtig. Wir drehen nachher nämlich die Kekse oben drauf und beim Drehen quillt die Creme ja raus. Und wenn ihr jetzt bis zum Rand spritzen würdet, würde euch die Creme rausquillen. Wollen wir ja nicht, ne? So, und dann werden jetzt halt, wie gesagt, die Kekse darauf gedreht. Und zwar so lange, bis die Füllung eben so an den Rand kommt und so eine schöne Rundung bekommt. Die Macarons sind im Grunde auch schon fertig. Also ihr könntet die normalerweise direkt verzehren. Aber am besten schmecken sie aus Erfahrung, wenn sie einen Tag, also 24 Stunden im Kühlschrank waren. Dann ziehen die Macarons nochmal so ein bisschen Flüssigkeit von der Creme und werden weicher und das schmeckt alles irgendwie so verbunden, harmonischer und noch besser. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe meine Macarons dann noch ein bisschen dekoriert. Ich habe goldenes Pulver zu Hause gehabt, also das ist so ein Lebensmittelpulver und das habe ich mit einem Pinsel ganz leicht darüber gestrichen. Dann haben die so schön goldig geschimmert. Ich finde, es sah richtig hübsch aus, vor allem wenn ihr sowas eben verschenken wollt, ne? Dann erst recht, würde ich mal sagen. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei KitchenAid bedanken für diese tolle Kooperation. Und gestern habe ich mich auch noch mit meinem Mann darüber unterhalten. Also da kamen so die richtigen alten Zeiten wieder hoch. So vor 9 oder vor 10 Jahren habe ich mir immer eine KitchenAid gewünscht. Also das war irgendwie so mein größter Traum. Und dann habe ich eine geschenkt bekommen von meiner Familie. Kurz darauf habe ich mit den YouTube-Videos angefangen und heute bin ich einfach mal Kooperationspartner von KitchenAid. Wir kooperieren jetzt seit mehreren Jahren zusammen und ich fühle mich einfach so geehrt und ich schätze das sehr. Und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen, was ich in all den Jahren erreicht habe. Man muss sich ja auch mal ein bisschen selbst loben. Also Eigenlob stinkt, aber das ist kein Eigenlob in dem Sinne. Also ich bin einfach stolz auf mich für die ganze Arbeit, für die ganze Zeit und Liebe, die ich hier in meinen YouTube-Kanal reingesteckt habe. Ich habe schon Sprachstörungen, wie ihr merkt. Ja, also ganz herzlichen Dank an KitchenAid. Und jetzt noch zum Gewinnspiel. Ihr könnt den kabellosen Zerkleinerer gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, abonniert KitchenAid hier auf YouTube und folgt auch mir. Und im nächsten Schritt schreibt mir mal hier unten in die Kommentare, was ihr an Weihnachten macht. Ihr müsst nicht unbedingt Weihnachten feiern, um mir jetzt zu schreiben, was ihr macht. Also was macht ihr denn an den Feiertagen? Ob ihr jetzt, also egal welcher Glaubensrichtung ihr sozusagen angehört. Genau. Also wir werden bei uns zu Hause sein an Heiligabend. Da wird ein Familienmitglied bei uns den Weihnachtsmann spielen und die Kinder überraschen. Ich freue mich schon mega drauf. Und dann wird lecker gegessen. Wir haben auch schon geplant, was gekocht wird. Und jeder bringt was mit. Also es wird einfach ganz gemütlicher Familienabend bei uns werden. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also ihr Lieben, es werden noch ein paar weitere Weihnachtsvideos von mir folgen, aber heute, das hier war wirklich das letzte Adventsvideo, Rezeptvideo 2022. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!